Ortspräsident Frank-Walter Steinmeier, der wünschte Aktion der Gemeinschaftsschule aus Anlass des Internationalen Tages gegen Rassismus einen guten Verlauf und allen, die daran teilnehmen und daran Anteil haben, viel Erfolg bei ihrem wichtigen Engagement gegen Rassismus und für Toleranz. Ihr seid eine Schule gegen Rassismus, eine Schule mit Mut, mit Courage, die einfach steht für dieses Thema der Mitmenschlichkeit und der freundlichen und fairen Auseinandersetzung mit einem Thema, das nicht so einfach ist und wo es so viele Menschen gibt, Erwachsene, die das Ganze einfach machen wollen. Ihr lebt den Kampf gegen Rassismus auf eurer Ebene, auf der Ebene von jungen Menschen, die heranwachsen in einer Demokratie. Ein wunderbares Beispiel. Respekt und herzlichen Dank für das, was ihr leistet. Dankeschön. Und wir appellieren an euch, wir Fußballer, die Profis vom 1. FC Saarbrücken, von der Sportvereinigung Elversberg, die Amateure von den Sportfreunden Köllerbach, von allen Fußballvereinen im Saarland, wir appellieren an euch, seht nicht tatenlos zu, wenn Hetze und Gewalt zunehmen. Heute zeigt ihr das vorbildlich das ganze Jahr. Verbreitet aber diese Botschaft überall. Die Schule ist ja eine Schule, an der kommen viele Kinder aus unterschiedlichen Ethnien zusammen. Und das, was wir heute gesehen haben, ist eben ja, das, was zu sehen ist nach außen. Aber wichtiger, noch viel wichtiger ist das, was das ganze Jahr über da erarbeitet wird. Und das ist großartig. Also es war eine super Veranstaltung. Die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule haben eindrucksvoll bewiesen, was es heißt, zusammenzustehen, miteinander ein Zeichen zu setzen, egal wo ich herkomme, egal wie ich aussehe. Der Song, der dazu geschrieben wurde, war fulminant. Und die Kinder haben eindrucksvoll bewiesen, dass es auch anders geht, dass es miteinander geht und dass es schön ist, miteinander, füreinander einzustehen.